Clap haben wir hier gehört von Little Dragon. Zu uns ins Studio gekommen ist unser Zeitungsspezialist Henning Löhr. Henning, willkommen. Und ich habe die ganze Zeit in der Sendung schon eigentlich was Trauriges angekündigt. Ja. Denn es ist ein weiterer Sargnagel geschlagen worden in den Sarg der nicht vorhandenen Zeitschriften. Ganz genau. Und das kam vor allen Dingen auch sehr überraschend. Also es gibt unser Debug, das jetzt mit der Ausgabe 181 eingestellt wird. Und es kam halt wirklich sehr überraschend. Es gab wohl im März auf der Homepage des Magazins den ersten Hinweis darauf hin, dass es passiert ist. Also es gab vorher keine große Jammerkampagne, gar nichts. Und es sprach letztendlich, weiß man jetzt auch, dass es auch kein Abo- oder Anzeigeneinbruch gab, sondern es war halt wirklich ein schleichender Prozess. Okay. Die Herausgeber haben auch gesagt, es ist letztendlich, dass sie halt schon über, man muss halt dazu sagen oder voraussetzen, das Debug war ja eigentlich immer schon wirklich so ein Nerd-Magazin, kann man ruhig mal so nennen. Es war sehr speziell, es war auch wirklich schwerst subjektiv, teilweise schon so einen kleinen Hang zum Ego sein, weil man halt letztendlich sich nirgendwo angebiedert hat, unabhängig war bis zum Schluss. Aber es wird halt jetzt zugegeben, dass es immer schon lange an der Kapazitätsgrenze der Macher lief. Und jetzt ist ihnen halt auch die Puste ausgegangen. Mhm. Letztendlich wohl auch finanziell. Insolvenz wurde angemeldet, das Büro wird abgewickelt. Also es ist wirklich definitiv Feierabend. Muss man sagen, die Debug ist für all diejenigen, die das Magazin nicht kennen, quasi das Magazin der ersten Digital Natives gewesen. Also ein Magazin, das sich immer mit Computerentwicklung, Internetentwicklung und all dem, was quasi ja hinter den Möglichkeiten des World Wide Webs steht und stand, immer quasi sich als Zeitschrift genau für diese Themen gefunden hat. Nun ist aber de facto das Medium für genau diese Themen heutzutage logischerweise das Internet. Blogs, Seiten dort. Das heißt, man hat immer konkurriert mit dem Internet und irgendwann geht das halt auch nicht. Nein. Ne? Das ist dann irgendwann vorbei. Noch zu dieser letzten Ausgabe würdest du sagen, die sollte man, wenn man ein bisschen interessiert ist an Popkultur, an Musik auch, weil Musik war ja auch nie tot, Musik war ja auch mal ein Thema in der Debug, sollte man im Schrank zu stehen haben? Ja, ich denke schon. Also jetzt gar nicht mal, weil man Krokodilstränen vergießen möchte und sagt, oh, schade. Ich meine, letztendlich lag es an allen Leuten halt auch mit. Ich meine, es ist auch müßig jetzt zu sagen, oh, das ist aber schade. Ich meine, letztendlich hätte man ja auch vorher das Magazin auch schon kaufen können. Aber wie du schon sagst, es hat sich vielleicht halt auch ein bisschen überholt. Es wurde vom eigenen Anspruch dann eingeholt und überholt. Lesen und kaufen sollte man es sich trotzdem ruhig, weil, weil man hier jetzt nochmal aktuelle und ehemalige Autoren, die sich zusammengefunden haben und ein bisschen rekapitulieren, sich erinnern, aber halt auch in die Zukunft schauen. Das ist kurzweilig, definitiv. Mhm. Und wie du schon sagst, es ist halt, es gab ja immer diese Unterschrift elektronische Lebensaspekte. Es war also nie ein reines Musikmagazin oder Techno-Magazin, sondern es ging halt, es wurde halt generell dieser ganze elektronische Bereich abgebildet. Also die Debug macht die Schotten dicht. Magazin 181 ist die letzte Ausgabe. Mehr dazu könnt ihr auf pop10.de lesen. Aber es ist nicht die einzige Geschichte, die es im Kiosk zurzeit gibt. Lasst uns mal das Dynamite zurechtlegen. Das Dynamite ist ja ein Magazin, das wir des Öfteren schon in der Show hatten. Aber heute mit einem alten Freund auf dem Cover. Genau, mit dem Bela. Weil er sicherlich thematisch jetzt auch gerade gut dazu passt. Das Dynamite beschäftigt sich ja grundsätzlich mit dieser ganzen Geschichte Rockabilly, Soul, Country, amerikanische Roots-Musik. Und in die Richtung geht ja auch Belas aktuelles Solo-Album. Mhm. Ich will aber gar nicht den Bela erwähnen, sondern es geht mir eigentlich um eine kleinere Geschichte, die vielleicht im Heft gar nicht so umfangreich ist, aber die Geschichte dahinter finde ich als super spannend. Findest? Da geht es um Keys and Tex. Das sind zwei Jamaikaner, die Mitte der 60er Jahre, also gerade zu der Zeit, nachdem die erste Euphorie auf Jamaika nach der Unabhängigkeit so ein bisschen stagniert und dass man das auch musikalisch merkt, also der treibende schnelle Beat des Skas ließ nach und es kamen mehr so diese schleppenden Rhythmen der Rocksteady. Mhm. Und die beiden Herren waren halt Pioniere des Genres, haben
insbesondere zwei Songs, die kennt wirklich jeder, der sich halt also irgendwo am Rande mit dem Genre beschäftigt. Also Tonight oder Stop the Train sind Songs, die halt wirklich heute immer noch bei jedem All-Nighter laufen. Also die kennt man halt. Das sind halt zwei tolle Sänger, die hatten auch zu der Zeit einen großen Erfolg. Aber halt das Pech, was nicht unüblich war auf Jamaika und für lange Zeit, dass das Geld eben nicht die Künstler verdient haben, sondern die Produzenten, die haben letztendlich aus dem ganzen Erfolg nichts machen können, sind dann 1970, glaube ich, beide emigriert. Der eine in die USA, der andere nach Kanada. Die haben sich über viele Jahre, haben die zwar noch Kontakt gehabt, aber haben halt nicht mehr Musik zusammen gemacht und haben für lange Zeit gar keine Musik mehr miteinander gemacht oder überhaupt gemacht. Und vor 2 Jahren traf man sich das erste Mal wieder. Und jetzt fangen die beiden Jungs, und das macht die Geschichte auch zu einem kleinen Märchen, die starten jetzt 2014 ihre allererste Tournee in ihrem Leben. Das ist verrückt. Die fangen jetzt also an, das erste Mal sicherlich auch ein bisschen für sich selber Geld zu verdienen, stehen jetzt aber wirklich vor einer euphorischen Masse an Leuten, die vom Alter her zum großen Teil ihre Enkel sein könnten. Die feiern die wie wild, die können die Texte mitsingen und das für, in diesem kleinen Interview kann man es auch entnehmen. Die sind, für die ist, für die geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Und das ist also die Geschichte, finde ich echt. Die können also endlich quasi ihre Musik raushauen und dass es auch Leute mitkriegen. Dynamite Nummer 88 ist das übrigens, in dem man das Ganze finden kann. Auch schon 20 Jahre, ja. Also es ist, okay, also zwei tolle Geschichten. Mehr Infos dazu auf pop10.de. Einfach mal in die Rubrik die Show schauen und dort findet ihr dann nochmal den Kiosk mit Henning. Die Geschichten zu Keith and Tex und natürlich auch die letzte Debug, der ich auch ein bisschen hinterherweine, weil ich es eigentlich immer ganz cool fand, aber ich habe nie eine gekauft. Ich bin eigentlich ein bisschen mitschuld. Aber hey, so ist das halt. Übrigens, man weiß nie, vielleicht kommt es auch mal wieder. Hier, die Newsweek in den USA, die ja vor 2 Jahren das erste Nachrichtenmagazin war, das gesagt hat, wir erscheinen nur noch digital, die gibt es wieder im Print. Also das man weiß nicht, was da kommt. Im Übrigen auch eine Geschichte, die, die halt auch im Heft nochmal thematisiert wird. Also es gibt schon durchaus Chancen, ob da im Netz da vielleicht noch was passieren könnte, dass es zumindest da weitergeht. Das wäre auf jeden Fall schön. Mehr von Henning auf pop10.de. Ihr seht neue Musik und die kommt aus Brooklyn und es ist das 90s Revival. Nach den 90s Sounds gibt es auch diese 90s Videos. Was haben wir nicht damals alles getan, damit, wenn wir VHS-Kassetten überspielt haben, damit es nicht kacke aussah. Ja, wirklich, die Bänder sonst was gemacht. Und jetzt, wo man die Chance hat, digitale Aufnahmen so gut wie möglich zu überspielen, dass es keinen Qualitätsverlust gibt, tut man alles dafür, dass es so aussieht, als wäre es eine VHS-Kopie. So in dem Fall auch. Guckt euch mal Juice an.